Ja, fangen wir ja mal an. Stellt euch mal vor, wer seid ihr und wen habt ihr gespielt? Wir fangen an mit dem Devin. Ja, das bin ich, hallo. Ich habe in unserem zweiten Stück habe ich den Sohn Tenno gespielt, den Vater von Akane, und im aktuellen Stück Fairy Tail habe ich den Elfmann gespielt, beziehungsweise spiele ich den Elfmann. Und ja, die Person daneben. Janine. Hallo, ich bin Janine. Bei unserem aktuellen Stück spiele ich die Levi. Bei Ranma habe ich Ranma-chan gespielt und bei Jan habe ich Jan gespielt. Der Domi. Ja, ich bin der Domi, ich bin der Leader von Kiseki und logischerweise war ich deswegen auch beim ersten Stück dabei von unserem Jan-Stück und da habe ich den Chiaki gespielt. Bei Ranma war ich der Ranma-kun und bei unserem letzten Stück war ich Natsu. Sprich, ich habe bisher immer die Hauptrollen bekommen. Ja, also ich wäre die Ila. In unserem ersten Stück habe ich Miyako Todai gespielt. Bei Ranma ein Halb habe ich Akane Tendo gespielt. Momentan spiele ich Bis Kamulan. Hallo, ich bin der UK. Habe in dem zweiten Stück den Kuno gespielt. Ja, das war's erstmal. Ja, dann fangen wir mal an. Domi, wie ist denn diese Gruppe eigentlich entstanden? Ja, das war so, dass ich zusammen mit noch zwei anderen Leuten, die auch jetzt bei Kiseki sind, und zwar die Sayuri und die Stephanie. Wir waren vorher zusammen in einer anderen Gruppe, die auch auf Conventions aufgetreten sind und sind da aber nach einer gewissen Zeit halt ausgestiegen. Und ja, dann gab es halt erstmal so quasi eine Leere. Wir hatten auf einmal kein wie nennt man das, zeitraubendes Hobby mehr. Und nach ein paar Monaten dachte ich mir so, du brauchst auf jeden Fall wieder etwas, wo du wieder auf der Bühne stehen kannst. Und da ich schon immer Musicals mochte, dachte ich mir, okay, warum gründen wir nicht eine Musicalgruppe? Denn neben Yume gab es halt zu der Zeit auch eigentlich keine andere wirkliche Musicalgruppe, die auf Conventions aufgetreten ist. Und deswegen dachte ich mir, ja, gründen wir doch so eine Gruppe. Und so ist quasi Kiseki erstmal entstanden. Und wann genau war das? Wirklich gegründet war das Dezember 2008. Das war aber halt eher so, mir kam halt die Idee und dann irgendwann mal habe ich halt Stephanie und Sayuri angeschrieben, gefragt, habt ihr nicht Lust? Und dann noch mit ein paar anderen Freunden und so hat sich halt der erste Kern von Kiseki gebildet. Und dann später sind wir halt dahin zugegangen und haben halt immer mehr Leute angeschrieben, zum Beispiel bei Animex oder auf Conventions haben wir dann Leute angesprochen, weil am Anfang waren wir halt nur ganz wenige und wir dachten, zu einem Musical brauchen wir wirklich einige Leute, um halt Und wirklich wie die. viele seid ihr jetzt? Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir in genauer Anzahl gar nicht beantworten kann. Genug. Um die 30. Um die 30. Also wir haben halt natürlich unsere Darsteller, die auf der Bühne sind. Dann haben wir auch Leute, die halt hinter der Bühne helfen oder an der Technik helfen, wie zum Beispiel der UK. Aber wir haben halt auch noch Leute, die zwar zur Gruppe gehören, aber jetzt zum Beispiel eher nur für unsere Videos zuständig sind oder für unsere Homepage oder ja, für andere Tätigkeiten, die aber jetzt nicht im aktuellen Stück oder sowas aktiv dabei sind, aber halt trotzdem zur Gruppe gehören. Ich frage mal den Devin, welches Stück hat dir am besten gefallen? Das ist eine komplizierte Frage. An und für sich könnte man sagen, eigentlich jedes Stück soweit. Aber ich sag mal, ganz speziell würde ich sagen, dass definitiv das Ranma-Stück mir persönlich am besten gefallen hat. Weil, ne, so das erste Stück, wo ich jetzt aktiv mitgespielt habe, und ich hätte jetzt zu Anfang nicht unbedingt gedacht, dass das dermaßen riesigen Anklang fand. Super Publikum, also ich war auf jeden Fall richtig begeistert. Kann man nur sagen, ich finde, unser Ranma-Stück hat so ja, meine Erwartungen übertroffen. Domi, sag uns doch mal, wie seid ihr eigentlich auf den Namen gekommen?
Ja, das war eine gute Idee. Es ist eine gute Frage, meine ich. Und zwar war das so, als wir die Gruppe gegründet hatten, da hatten wir erstmal auf Animax einen Zirkel erstellt, wo wir halt die ganzen Besprechungen machen. Und da brauchten wir halt irgendwie einen Namen und da ist mir einfach nur, also der Projektname war dann Anime Musical Projekt. Ganz innovativ. Erstmal haben wir uns gar nicht um den Namen gekümmert, sondern wie eben erwähnt auch einfach nur nach Leuten gesucht oder überhaupt nach ersten Ideen für das erste Stück. Irgendwann mal kam aber auch halt die Frage, ja, wie sollen wir uns denn nennen? Und da wir uns so sehr an diesen Namen Anime Musical Projekt gewöhnt hatten, hatten wir uns eigentlich dann erstmal entschieden, auch wirklich Anime Musical Projekt uns zu nennen. Glücklicherweise, also heute denke ich, dass das eine gute Entscheidung war, dass einer der Mitglieder, die jetzt aber nicht mehr Teil der Gruppe sind, gesagt hatten, ey, das ist doch kein richtiger Name, lass uns doch wirklich nach einem richtigen Namen suchen, der uns der uns einfach mit mehr Leben füllt. Und dann war es einfach so, dass wir verschiedene Vorschläge gesammelt hatten. Wir wollten einfach irgendwas, was ein bisschen speziell ist, was aber auch sich leicht auszusprechen lässt. Und wir wollten jetzt auch keinen ellenlangen Namen, der quasi schon hätte ein Satz sein können. Und ich weiß gar nicht, wer es war, aber irgendjemand kam dann halt auf die Idee von Kiseki. Und das erschien uns dann auf den ersten Blick schon ganz cool. Aber wir dachten so, ein bisschen was Spezielles brauchen wir noch. Und deswegen haben wir einfach das I umgedreht. Und deswegen schreiben wir uns ja jetzt mit einem K, Ausrufezeichen, S-E-K-I. Hat das denn eine Bedeutung, das Kiseki? Achso, also Kiseki ist japanisch und bedeutet Wunder. Und seitdem ist natürlich auch unser Motto, dass wir die Zuschauer auf wundervolle Weise begeistern wollen. Janine, glaube ich, ist das? Ja, ich bin Janine. Also die Frage ist, wer schreibt denn eigentlich die Drehbücher zu euren Stücken? Ja, also die schreiben wir natürlich selber. Und ich sag erstmal was zu den Anfängern und Devin erläutert dann ich was führe zu das später. Dann weiter. Genau. Ja, also ganz am Anfang, noch bei unserem ersten Stück, da hat das nur eine Person geschrieben und noch eine zweite hat die Zwischenszenen geschrieben, die wir da drin hatten. Da war das ja alles noch, da waren wir noch ganz neu, da hatten wir noch nicht so ein richtiges Konzept, könnte ich mal fast sagen. Vielleicht schon Konzept, aber nicht so wie heute, sage ich mal. Und da habe ich noch nicht selber beim Drehbuch mitgeschrieben. Ich habe erst bei Ranma mit angefangen. Deswegen kann ich dazu ein bisschen mehr erzählen. Da haben wir am Anfang ein Drehbuchteam gebildet, haben dann über Chat dann miteinander besprochen, wie wir das alles machen, haben grob die Szenen festgelegt und haben dann entschieden, wer das schreiben soll. Und dann wurden zwei Leute ausgewählt und dann haben die das geschrieben. Und inzwischen machen wir das ein bisschen anders. Also im Grunde genommen ist es noch so, das Drehbuch für Fairytale war jetzt so, dass halt eigentlich der Grundkern des Drehbuchteams fest war. Man konnte aber, wenn man Lust hatte, sich bewerben intern und sagen, hey, ich würde ja gerne mitschreiben. Und beim aktuellen Stück haben wir das wieder so aufgenommen, also bei unserem neuen Stück, was jetzt irgendwann demnächst starten wird, wozu wir aber noch nichts sagen werden. Habe ich mir dann gedacht, warum schreibst du nicht mal mit? Habe ich halt gefragt, warum darf ich nicht mitmachen? Habe dann auch einen Eintritt in das Team gefunden und dann läuft dann insofern ab. Wir treffen uns, bei Domi war das jetzt, ne? Wir haben uns bei Domi getroffen, saßen da gemütlich am Tisch und dann wurde erstmal so der Storykern, also die Grundbasis, zusammengewürfelt. Also wir hatten quasi schon das Thema und wussten auch schon, wo die Story hinführt, aber das Ganze jetzt in 10 unterteilen und also den groben Storyverlauf aufbauen, haben wir dann halt im Team besprochen. Dann wird aufgeteilt, so was in welcher Szene passieren soll und wo das feste Gerüst dann quasi so als Text schon vorhanden war, stellen wir das dann für die anderen aus unserem aus Kiseki halt öffentlich, sodass sie das mal durchlesen können, sich dann Bild von machen können und wenn möglich dann halt noch ergänzen. Wenn dann halt eine gewisse Frist abgelaufen ist, dann setzen wir uns wieder als Team zusammen. Da wird dann aufgeteilt, wer welche Szenen schreibt. Und dann werden halt nach Reihenfolge die Szenen durchgeschrieben. Wenn bestimmte Szenen halt fertig sind, treffen wir uns wieder als Team zusammen,
besprechen dann die Szenen, ja, ist gut, ja, ist nicht gut, da würde ich so machen, das würde ich so machen, bis dann halt das komplette Drehbuch fertig ist. Und wenn das komplette Drehbuch dann fertig ist, dann darf jeder aus Kisiki das nochmal durchlesen, darf dann sagen, hier, da würde ich aber gerne so machen und das so und so weiter. Also das ist halt, beim Drehbuch ist es so, klar, wir haben ein Team, das das Drehbuch fertig komplett schreibt, aber im Grunde genommen ist es halt wirklich für die ganze Gruppe die Arbeit. Also es ist jetzt nicht nur, dass es 5 Leute schreiben das Drehbuch und das bleibt dann so, sondern halt die 30 Leute, die wir sind, haben halt die Möglichkeit, auch im Drehbuch selber noch mit zu bearbeiten und das dann halt als komplettes Stück dann für die Gruppe und nicht nur für das Team, das es geschrieben hat, zu präsentieren. Ja. So läuft das ab. Okay, nochmal eine Zuschauerfrage an UK. Ja. Was unterscheidet euch von anderen Gruppen? Unsere Gruppe, ich glaube, wir sind so eine von den wenigen Gruppen, die wirklich live auf die Bühne singen. Und ich glaube, das ist schon unser... ich denke, das Singen ist wirklich so unser höchstes Gut in vielen unseren Stücken. Und das ist schon der große Unterschied zu den anderen Musical-Gruppen. Domi, wer denkt sich denn die Liedtexte und die Choreografie aus? Ja, die Liedtexte, also bisher war es oft so, dass wir einfach die Original-Songtexte auch benutzt haben. Es war immer so, dass wir eigentlich immer Lieder ausgesucht haben, die halt schon prinzipiell wirklich für diese eine Szene passend sind. Wie zum Beispiel, fällt mir jetzt spontan ein, Was fühle ich in mir, was, bei unserem Ranma-Stück. Das ist ja quasi so ein Streitsong und da haben sich halt dann auch Akane und Ranma-chan halt gestritten. Und das ist, da haben wir auch wirklich den Originaltext benutzt. Gab hier und da mal ein paar Songs, wo wir ein paar Wörter verändert haben, zum Beispiel auch bei unserem Ranma-Stück. Da bei dem Lied Niemand stoppt den Beat, das geht eigentlich um das Tanzen, aber da haben wir halt immer ein paar Wörter verändert, sodass es dann ums Kämpfen ging im Grunde. Dann bei Fairy Tale war es, glaube ich, somit das erste, wo wir dann wirklich einen komplett eigenen Text benutzt hatten. Da hat unser Devin den tollen Text zu Pokémon Johto, was ja dann wurde zum Preissong, / nur die Stärksten werden siegen, genau. Und man darf jetzt auch gespannt sein, weil bei dem ganz neuen Stück werden noch ganz viele eigene Texte kommen. Die dann aber jetzt nicht nur von Devin, sondern auch von jedem von der Gruppe eigentlich. Kommt immer hier und da mal was zusammen. Bei den Choreografien ist es so, dass wirklich der größte Teil von mir gemacht wird. Also ich tanze eh auch schon in der Freizeit sehr gerne und deswegen... wenn ich ein paar Songs höre, dann kommen mir halt meistens schon Ideen zu irgendwelchen Choreografien. Es gab aber jetzt auch vereinzelt ein paar Songs, wo ich dann nicht die Choreografien gemacht habe. Beispiel wäre zum Beispiel, bei unserem Jan-Stück gab es einen Teil, wo rhythmische Sportgymnastik gemacht wurde. Das hat zum Beispiel Ila gemacht. Bei Ranma den Tanz von unseren Amazonen, Survivor, hat Jen gemacht. Und jetzt bei Fairy Tale war es so, dass wir in diesem Wettbewerb, dass jedes einzelne Team, also hier Nuts und Gray war ja ein Team, da habe ich die Choreo gemacht. Bei den anderen Tänz, also jedes andere Team hat halt immer seine eigene Choreografie gemacht. Und so ähnlich geht es jetzt auch im nächsten Stück. Der Großteil kommt von mir, aber vereinzelt kommen da noch was von den anderen. So, Ila, ihr tanzt ja auf der Bühne und ihr singt auch. Singt ihr da eigentlich live? Ja, natürlich singen wir live. Bisher war es so, dass wir halt seit Ranma nur bei den Abschlussliedern, dass wir halt die aufgenommen haben, allein aufgrund dessen, dass die, wie soll ich sagen, es ist sehr schwierig, es so zu machen, dass wir während der ganzen Abschlusslieder dass wir da halt live singen können und dabei würden dann gerne mal ein paar Töne rauskommen, die man nicht hören will. Zumal ich auch sagen muss, dass wir auch auf den Conventions nie die Möglichkeit haben, bei unseren Abschlussliedern, dass halt auch alle Sänger ein Mikro haben.
Und es, das einzige Abschlusslied, was live war, war bei Jan gewesen, Mina Star. Das haben wir live gesungen. Was danach an Abschlussliedern kam, das ist halt, wie gesagt, aus den vorgenannten Gründen aufgenommen. Janine, ja. Wer macht denn eigentlich eure Kostüme? Macht ihr die selbst? Ja, also unsere Kostüme machen wir natürlich selbst. Natürlich. Das ist schon macht die jeder selbst oder gibt es eine Person oder zwei, die das machen? Ja, das hat sich in der Zeit geändert. Am Anfang, ganz am Anfang, gab es bei uns nur eine Näherin, die alle Kostüme machen musste. Das ist natürlich ein bisschen schwer für die gewesen, deswegen habe ich damals mitgeholfen, obwohl ich noch nicht so erfahren nähertechnisch war. Beim zweiten Stück hat sich das dann mehr aufgeteilt, weil wir ein paar mehr erfahrene Näher in unserer Gruppe hatten und inzwischen teilt sich das so unter 5 und 6 Leuten in der Gruppe auf, weil es ein paar Leute bei uns gibt, die das halt einfach nicht können. Aber es gibt auch Leute bei uns, die sind handwerklich ein bisschen begabt, manche, die können besser nähen, manche basteln, das teilt sich dann manchmal auf. Es kann sein, dass an einem Kostüm auch manchmal der eine was genäht hat und jemand anderes malt da was drauf oder bastelt da dran was und ja, deswegen, wir machen die alle selbst. Nochmal eine Zuschauerfrage. Sieht man euch nächstes Jahr auf der Hanami? Also wir werden uns auf jeden Fall bewerben. Es liegt natürlich nicht in unserer Hand zu entscheiden, ob wir da auch auftreten können, aber wir hätten auf jeden Fall Lust drauf. Also, yay. Als die Hanami das sieht, nehmt uns! Nehmt uns! Bitte! Bitte! Ja, da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Was ist eure Lieblingscon? Yay! Also ich persönlich, ich mag eigentlich jede Con, auf der wir eigentlich waren bisher. Also jeder hat natürlich immer so irgendwas Spezielles. Für mich persönlich stechen aber immer zwei Cons heraus, die für mich persönlich das Highlight des Jahres sind. Das ist zum einen die Dokumi, weil das halt die Con war, wo wir auch unsere Premiere gefeiert haben und bisher auch immer die Möglichkeit hatten, dort die Premiere unseres Magnetenstückes aufzuführen. Und zum anderen wäre das auch dann noch die Animagic, weil ich finde, dass die Animagic einfach für Showgruppen immer das Nonplusultra ist. Also die Bühne ist einfach toll, die Organisation ist einfach toll und es macht einfach riesengroßen Spaß, dort aufzutreten. Und das Publikum ist richtig gut da und ja, also für mich, ich mag alle Cons, aber Dokumi und Animagic kriegen die 1+. Also ich würde mich dem vom Domi auch anschließen, weil ich das genauso sehe wie er auch. Ja, ist bei mir eigentlich genauso. Ich mag die Animagic, glaube ich, am allerliebsten. Ja, meine Lieblingscon, Dokumi, klar, immer. Und jetzt aufpassen, die Wimaikai. So eine süße, kleine, knuddelige Con. Ist vielleicht nicht unbedingt jedermanns Sache, aber hey, ich mag sie. Ich weiß nicht warum, es ist einfach. Du kommst da hin und denkst dir direkt, das ist mein Wohnzimmer. Hier bleibe ich. Ja, ich bin eigentlich derselbe Meinung auch wie Devin. Ne? Die Wimaikai ist zwar etwas klein, aber es ist noch immer noch pummelig, ne? Knuddelig, ne? Schön. Und auch natürlich Dokumi, weil ich auch selber Düsseldorfer bin und gleich die nächste Con ist. Ne? Auch ein super großes Angebot anbieten. Okay, hattest du schon mal peinliche Erlebnisse auf der Bühne? Oh, ich glaube des Öfteren schon. manchmal vergaß ich etwas mitzunehmen oder ich glaube in meinem Auftritt, auch im Auftritt bei Ranma mit meiner Arbeitskollegin Vivi, die als meine Schwester gespielt hat, da hat sie eine Rose vergessen. Da muss ich so tun, als wäre ich von einer Rose betäubt worden. Also sie hatte irgendwie so eine Hand gehabt, also die war aber leer, ne? Und ja, das war nur so eine Sache halt. Man muss aber sagen, glücklicherweise ist uns jetzt noch nie ein großes Malheur passiert. Also
Ich hatte persönlich immer Glück, dass mir die größten Missgeschicke bei der Generalprobe passiert sind. Ja. Das ist zweimal, dass mir die Perücke vom Kopf gefallen ist. Das hieß dann für mich immer, okay, du weißt Bescheid, dass du bei der Premiere des Stückes doppelt so viele Haarklammern in deinem Kopf festtackerst, dass auch bloß nichts verrutscht und überhaupt rausfällt. Aber ich glaube, ansonsten ist nie was Großes passiert, glücklicherweise. Obwohl, einmal ist jemand runtergefallen beim Tanzen. Falls jemand eine Aufnahme haben möchte, ich habe sie. Ja. Ja. Als Trailer, das passiert wirklich, ich bin nicht aufgepasst. Mir fällt noch was ein, was bei der Generalprobe passiert ist. Da ist jemandem die Hose gerissen. Das war ja auch. War auch, ja, wunderbar. Die peinlichen Sachen passieren echt immer bei der Generalprobe. Ich glaube, das ist auch ganz gut, dafür gibt es die dann ja. Genau. Okay, meine private Frage. Was macht ihr eigentlich außerhalb von Kiseki? Irgendjemand, der antworten möchte? Also ich, man mag sich wundern, aber ich singe und tanze sehr gerne in meiner Freizeit. Das mache ich auch. Ich habe vor dem Spiegel angefangen und ich werde wahrscheinlich vor dem Spiegel singend und tanzend sterben. Und ansonsten fahre ich sehr gerne Achterbahn und tue so, als wäre ich gut im Synchronsprechen. Echt? Cool, jetzt kommen die Sachen das Licht. Also ich kann sehr gut Mickey Maus nachmachen. Ach, nein, tu es nicht. Okay. Ja, ich zum Beispiel gehe arbeiten. Ja, nein, wenn, in meiner Freizeit spiele ich Gitarre, was man vielleicht weiß oder auch nicht. Zocke, ja, ich zocke, Konsole. Was zockst du momentan? Momentan? Ich habe letztens erst Need for Speed Most Wanted für die Xbox 360 durchgezockt. Also ich bin jetzt quasi auf der Blacklist Nummer 1. Ansonsten alles Mögliche. Okay, ich weiß nicht mehr, von wem die Frage war, aber ich habe vorher eine Zuschauerfrage gelesen, die vielleicht auch ganz interessant ist. Wie seid ihr eigentlich zum Cosplay gekommen? Was für Cosplay? Also privat cosplay ich ja eigentlich gar nicht. Also ich kann nur für mich sprechen, privat cosplay ich gar nicht. Für mich ist das wirklich nur, wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich eine Rolle, dann muss ich so aussehen. Privat auf Conventions ist immer nur zivil. Ich bin nur Besucher. Also ich glaube, von den Leuten hier im Chat bin ich diejenige, die das bis jetzt am längsten macht. Ich glaube, seit 4 Jahren ungefähr. Und damals bin ich einfach über Animex dazu gekommen, weil das haben sehr viele gemacht. Und dann habe ich ein paar Freunde gefunden, die auf jeden Fall eine Gruppe suchten. Und so ist das dann alles entstanden. Ja. Ja, bei mir ist das so wie Devin, also für die Bühne cosplay ich halt auch, also trage ich halt ein Kostüm, aber so dann als normaler Con-Gänger gehe ich eigentlich eher in normalen Klamotten. Also ich bin zu Cosplay eigentlich nur durch Kiseki gestoßen, ich wusste vorher überhaupt nicht, was das ist. Ja, und Cosplay tue ich zwischendurch dann auch mal auf einer Con, sehr gerne mal mit unserer kleinen Anni. Ansonsten halt auch überwiegend halt nur halt Bühnenkostüme. Ja, ich bin da so der Meinung, also ich habe auch noch nie gecosplayt. Ich wusste am Anfang auch noch nie, was es war. Aber nur durch Kiseki habe ich erfahren, wow, also man kann auch durch mit einer Lieblings-Anime-Figur sich auch natürlich verkleiden und sich dementsprechend behalten. Ne? Das habe ich auch noch nie gesehen und ich fand das so lustig, dass ich auch unbedingt auch zu Kiseki stoßen wollte und einfach mitgemacht habe. Devin. Ja? Irgendetwas, was ihr schon über euer nächstes Stück verraten möchtet, könnt? Was ich über das neue Stück verraten kann, es wird länger als Fairy Tail. Das ist ja mal eine gute Nachricht. Ja, also Fairy Tail war ja schon ein recht langes Stück, aber das neue Stück, ja, da.
Also es erwartet euch jetzt kein 4 Stunden Operetten. Nee, das nicht, natürlich nicht. So. Aber ja. Es wird ein bisschen länger. Und was man vielleicht sonst noch sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall anders wird als jetzt Fairy Tail oder Ranma. Also das war bislang jedes Stück. Es wird kein Shonen-Gekämpfe werden. Ich glaube, so viel darf man sagen. Ja, aber ihr könnt euch auf eine super tolle Story freuen. Genau. Kurzer Zwischenstand. Wir haben 375 Likes auf unserer Facebook-Seite. Und mehr zum neuen Stück erfahrt ihr dann halt irgendwann Anfang nächsten Jahres. Ja.